Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar heißt das Spiel Sally Face. Ja, es ist ein Click-and-Point-Adventure, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Es ist aber wohl sehr skurril und stellenweise sieht es wohl auch brutal aus, habe ich mir sagen lassen. Also ich weiß jetzt nicht, wie brutal. Ich werde auf jeden Fall bei den Folgen, wo es jetzt vielleicht ziemlich eklig wird, werde ich einen Hinweis am Anfang einblenden. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal einfach an. Ich habe schon festgestellt, dass ich hier nur mit der Tastatur arbeiten kann, mit der Maus anscheinend gar nicht. Ich werde jetzt mal einfach ein neues Spiel starten. Es war genauso wie beim letzten Mal. Nur dieses Mal begann es in einem Krankenhaus. Oh, meine Augen. Okay, also ich kann mich bewegen. Hallo? Es ist okay, Sal. Jetzt wird alles gut. Komm und sieh. Wer ist da? Sal, komm und finde mich. Seltsam. Hörte sich an wie mein Vater. Okay. Es sieht so aus, als ob dort etwas wäre. Aber es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ja, ich finde es auch ziemlich dunkel. Ah, Lichtschalter. Moment. Also, der Hund hat doch gerade noch in eine andere Richtung geguckt, oder? Man kann wohl nur nach rechts und links steuern. Und mit Space oder ich glaube mit F ging es auch. Ein Schlüssel. Kann man dann Dinge aufheben. Moment, ist das Q gleich? Ah, okay. Q ist mein Inventar. Da kann man dann vielleicht die Sachen auswählen. Also ja, die Maus kann ich gar nicht benutzen. Wie ich die Sachen dann auswählen soll, weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Also wie gesagt, ich spiele das Spiel wirklich zum ersten Mal. Okay. HU, HO, HI, HA. Es ist bestimmt wieder so eins, dass man zurückgesetzt wird, wenn man durch die falsche Tür geht. Ich gehe mal in die erste. HUO, HUN. Ich würde jetzt spontan Hund sagen, aber HUM könnte auch Hummel sein. HUL. Ich probiere erstmal das N. E, D, C, B. Ja. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Oh, okay. Okay, wen schauen die sich jetzt da an? Wer ist ein gutes Hündchen? Wer ist ein guter Junge? Ich hab sie lebendig begraben, Kleiner. Sag du es mir. Hä? Geh und sieh selbst. Diane Fischer, 1948 bis 1984, glaube ich. Geliebte Mutter und Ehefrau, runterklettern. Okay. Batterien nicht inbegriffen. Es ist verschlossen. Kann man hier noch weiter? Nee. Ich habe doch gar kein Passwort. Keine Ahnung. E. Habe ich mich jetzt erschreckt? Ist sie jetzt auf? Nee, oder? Ah, doch. Okay. Wer ist das? Papa? Du bist nicht mein Sohn. Wieso Sohn? Ich dachte, wir spielen Sally. Also Mädchen. Hä? Mein Sohn ist kein Mörder. Was? Jetzt ist hier noch so eine Geistererscheinung irgendwie. Das ist deine Schuld. Da kann man nichts mitmachen.
Mama? Bist du... Also gut sieht die nicht aus. Und dann bin ich aufgewacht. Ja, komm, das ist doch eindeutig ein Mädchen. Mit Piercing in den Ohren und alles langen Haaren. Ja, das ist ein interessanter Traum. Ach, das war ein Traum, okay. Ich denke, wir sollten später zu dem Traum zurückkehren. Aber können Sie mir jetzt mehr über die Leiche erzählen? Welche? Die zweite, die aus der Wohnung. Okay, also ich sitze wohl gerade aktuell beim Psychiater und hatte einen total wirren Traum. Papa und ich sind gerade erst eingezogen. Von Anfang an hatte ich an dem Ort ein mulmiges Gefühl. Episode 1: Seltsame Nachbarn. Das wird unser Neuanfang. Wir können endlich das, was in New Jersey passiert ist, hinter uns lassen. Warum erkundest du nicht das Gebäude und versuchst, einige Freunde zu finden, während ich fertig auspacke? Okay. Da ist die Ausgangstür, mein Zimmer, sein Zimmer. Na, Kleiner, hast du beschlossen, eine Pause vom Auspacken zu machen? Wieso Kleiner? Das ist doch eindeutig ein Mädchen. Das ist nicht mal eine so schlechte Idee. Wir sind ja gerade schon eine Weile dran. Vielleicht mache ich auch eine Pause. Wie findest du es hier? Es ist vielleicht nicht so wie unser altes Haus, aber wir werden das Beste daraus machen. Solange wir uns haben, können wir, denke ich, hieraus ein richtiges Zuhause machen. Ich vermisse Jersey. Ich weiß, Kumpel, aber bitte gib unserem neuen Zuhause eine Chance. Die Schule beginnt in ein paar Wochen und dann wirst du neue Freunde finden können. Ja, ich denke schon. Ich bin mir ganz sicher, jeder wäre glücklich, dich als Freund zu haben, Sal. Also, das ist wohl die Sally. Steht ja auch Sally Face. Danke, Papa. Ich vermisse Mama. Ja, ich auch, Kumpel, ich auch. Man sieht sich. Versuche nicht in zu große Schwierigkeiten zu geraten. Ja. Bin ich denn so ein Typ, der immer Schwierigkeiten anzieht, oder? Gehen wir mal in mein Zimmer. Gizmo! Ich sehe, du hast es dir hier schon bequem gemacht, Gizmo. Muss schön sein. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich kann gar nicht rumstoßen. Cheer Boy. Ich habe mich schon gewundert, wo das war. Okay. Das haben wir jetzt auf jeden Fall. Aber was ist jetzt mit dem Schlüssel passiert, den wir da drin hatten? Können wir denn hier noch irgendwas machen? Badezimmer? Taschen? Nur Kram, den Papa aus dem Laden hat. Nichts Wichtiges. Okay, und schauen wir nochmal ins Badezimmer. Papa hat immer noch Probleme beim Schlafen nachts, nachdem was? Also offensichtlich ist ja seine Mutter gestorben, denke ich mal. So, 402. Da sind wir zu Hause. Niemand zu Hause. Woher will der das wissen? Der hat ja nur angeklopft. Die können ja auch irgendwo versteckt sein oder so. Ah, das sind... Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Hallo. Wieso stehst du hier? Ich versuche, neugierige Freaks wie dich davon abzuhalten, etwas zu sehen, was sie nicht sehen sollten. Und jetzt hau ab. Ich bin kein Babysitter. Wer bist du? Ich bin die Glücksfee. Oder was glaubst du? Ich bin ein ranghoher Beamter, also zeig ein bisschen mehr Respekt. Was ist denn im Raum passiert? Polizeiarbeit, Kleiner. Warum haust du nicht ab zu deinen Eltern? Ich wünschte, ich könnte.
Was war das, du Klugscheißer? Nichts. Dachte ich mir doch. Blöder Spinner. Okay. Also wir sind im vierten Stock. Dann fahren wir da erstmal in den fünften, würde ich sagen. Mitteilung. In diesem Stockwerk werden Renovierungsarbeiten vorgenommen. Das erinnert mich doch irgendwie an ein anderes Spiel. Zu ihrer eigenen Sicherheit ersuchen wir sie, den nächsten Ausgang aufzusuchen. Okay. Achso, da klopft er gar nicht erst. Da sagt er direkt, ist versperrt. Okay. Achso, hier scheint dann aber auch keiner zu wohnen. Hallo? Entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass hier oben jemand lebt. Hallo, mein Herr? Alles in Ordnung? Du hättest hier nicht herkommen sollen. Das tut mir leid. Ich wollte nur meinen neuen Nachbarn kennenlernen und... Ein düsterer Ort. Dieses Gebäude. Schreckliche Dinge geschehen. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Was zum... Wo ist er hin? Hä? Und warum hat's geklopft? Komisch, die Badezimmertür ist versperrt. Okay, hat's jetzt vom Badezimmer aus geklopft oder hat es jetzt von Eingang aus geklopft? Das, ach nee, ich kam von links, ne? Okay, das ist jetzt irgendwie creepy. Gehen wir mal in die dritte Etage. Kann man nicht. Kann man das kicken? Nee, schade. Niemand zu Hause. Hi. Hey. Meine Güte. Hast du mich aber erschreckt? Du bist einer von den Neuen aus 402, oder? Mit dieser ganzen Aufregung habe ich ganz vergessen, vorbeizuschauen und Hi zu sagen. Ja, sind nur ich und mein Vater. Mein Name ist Cell. Schön, dich kennenzulernen, Cell. Ich bin Lisa. Ich kümmere mich hier um alles. Schaue, dass alles läuft, wie es soll. Also, wenn du irgendwann irgendetwas brauchst, frag mich einfach, okay? Sicher, danke. Gern geschehen. Hey, Lisa. Hey, Cell. Wie geht's? Wie läuft's bei dir? Wie lange arbeitest du schon hier? Eigentlich arbeite ich nicht nur hier, sondern wohne auch in dem Haus. Ich bin rund um die Uhr auf Abruf bereit, für den Fall, dass eine dringende Reparatur vonnöten ist. Egal, was die anderen sagen, es ist schön, hier zu Hause zu sein. Ich bin richtig stolz darauf, hier schon seit 10 Jahren zu wohnen. Es sieht ganz nett hier aus. Darauf kannst du wetten. Was sagen die anderen über das Gebäude? Oh, über verschiedenste Dinge. Dieses Gebäude ist schon über 100 Jahre alt, weißt du? Die Leute beschweren sich immer über das eine oder andere. Aber du wirst keine Beschwerde von mir hören. Ich bin eine Frau der Tat. Wenn ich ein Problem sehe, kümmere ich mich darum. Ja, die meisten Leute regen sich über Kleinigkeiten auf. Du kannst dir nicht immer über Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen, Zell. Das bringt nichts, verstehst du? Da hast du recht. Glaub mir, es ist besser, wenn man nur an die schönen Dinge des Lebens denkt. Konzentrier dich darauf, was dich glücklich macht. Deine Energie ist zu kostbar, um sie für etwas anderes zu verschwenden. Weißt du irgendwas darüber, was in 403 passiert ist? Der erste Eindruck war sicher nicht gerade positiv für dich und deinen Vater. Wirklich eine Schande. Ich schwöre dir, solche Grausamkeiten stehen ansonsten nicht an der Tagesordnung. Arme Mrs. Henderson. Wer ist Mrs. Henderson? Egal. Es ist besser, nicht an so fürchterliche Sachen zu denken. Wie kann man denn hier Spaß haben? Weißt du was? Ich habe einen Sohn in deinem Alter. Ich glaube, ihr würdet euch super verstehen. Er ist unten in unserem Apartment. Du solltest dich ihm vorstellen. Okay, dann gehe ich Hallo sagen. Super, sein Name ist Larry. Er ist sicher im Keller. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Allerdings wirst du eine Keycard benötigen, um mit dem Aufzug dorthin zu gelangen. Hier, nimm die, ich habe ein paar zusätzliche. Cool, danke. Okay. Spukt es hier?
Zell, Süßer, ich kümmere mich schon lange um die Edison Apartments und habe noch nie einen Goblin oder Geist gesehen. Die Leute haben zu viel Fantasie, zu viele Süßigkeiten und Gruselfilme, meiner Meinung nach. Okay, bis dann. Bis später. Also er ist im Keller. Wir sind jetzt auf der dritten Etage. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich mich den anderen nochmal vorstelle, wenn hier Leute sind. Niemand zu Hause. Ja, wer ist da? Hallo, ich bin der Neue hier. Ich wollte mich mal bei den Nachbarn vorstellen. Okay, komm rein. Ach du Scheiße. Hi, mein Name ist Cell. Ich bin hier neu mit meinem Vater eingezogen. Was ist denn mit deinem Gesicht los, mein Kind? Oh, ich weiß. Junge Teenager, die neue Generation der Selbstdarstellung. Ich war auch mal jung. Ich verstehe das. Solange du nicht in einer Gang bist... du bist doch nicht in einer Gang, oder? Nein, nein, nichts dergleichen. Wunderbar. Und ich bin Charlie. Wenn du meine Sachen nicht anrührst, werden wir uns blendend verstehen. Ich bin ein Sammler. Ich sammle viele Dinge. Diese Dinge sind so etwas wie meine Familie. Also was du meiner Kollektion antust, tust du meiner Familie an. Verstanden? Ja, Sir, kein Problem. Ich werde Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Gut zu wissen. Weide dich im Ruhm meiner kompletten Sammlung von Glitterponys. Es ist eine großartige Errungenschaft, sie alle zu besitzen. Sieh sie dir ruhig an, aber denk nicht einmal im Traum daran, sie anzufassen. Oh, der Typ ist so eklig mit seinen kaputten Socken und seinem besabberten T-Shirt, also Unterhemd. Oh. Was ist dein Glitterpony? Oh Gott. Ich dachte, der springt mich jetzt an und beißt oder so. Meine Güte, Kind, hast du niemals My Glitter Ponies Rainbow Spektakulär gesehen? Das ist die beste Serie, die jemals produziert wurde. Sie hat Drama, Action, Romantik, Comedy, alles, was du dir nur wünschen kannst. Und die Ponys, oh, die Ponys, erinnere mich bloß nicht daran. Ich glaube, die Serie kenne ich nicht. Ich muss mal schauen, wo ich die sehen kann. Ja, das musst du, glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Okay, also er hat einen Fernseher, aber den darf ich nicht benutzen, so wie es aussieht. Also, ich verstehe schon, dir verschlägt es die Sprache beim Anblick meiner großartigen Sammlung. Ja, keine Sorge, immer wenn ich zu Hause bin, kannst du vorbeischauen und sie dir wieder ansehen. Sieht nett hier aus. Mein kleines Stückchen Himmel, nur ich und meine Sachen. Lebst du hier alleine? Alleine? Schau dich doch um. Ich bin in bester Gesellschaft. Naja, es ist nett, zur Abwechslung mal Besuch zu haben, denke ich. Bin gleich zurück. Ich glaube, das Zimmer verlassen wir mal lieber. Immer zu Hause. Sieht so aus, als ob niemand zu Hause wäre. Da ist doch einer einen Sarg am Herstellen oder sowas. Es kommt mir irgendwie suspekt vor hier. Okay, ich meine, unser Ziel war ja eh nach unten zu fahren. Wo sind wir denn jetzt? Auf 2? Gucken wir mal eben auf 1. Großer Gott, was für ein fürchterliches... verzeihen Sie nochmal von vorne, bitte. Guten Tag, junger Mann. Neuer Bewohner des Edison Apartments, Zimmer 402. Wie kann ich Ihnen helfen? Woher weißt du, wer ich bin? Mein Herr, ich weiß über alles Bescheid, das sich zwischen diesen Wänden abspielt. Behalten Sie das im Hinterkopf. Okay, war das jetzt so ein Wink, dass ich das wirklich im Hinterkopf behalten soll? Darf ich reinkommen? Um Gottes Willen, nein. Ich bin sehr heikel, was meine Privatsphäre betrifft. Sie verstehen das bestimmt. Natürlich. Auf Wiedersehen, mein Freund.
Nein, auf Wiedersehen, mein Freund. Das ist auch. Och, dämlich. Ich erschrecke mich aber echt, wenn da einer steht, weil ich gehört habe, dass das wohl ein bisschen strange sein soll, das Spiel. Und ich denke dann jedes Mal, dass mich einer irgendwie anspringt oder so, wenn einer da steht. Was ist hier los? Hallo, junger Mann. Du bist erst heute hier eingezogen, nicht wahr? Ja, Sir. Ich habe schon mit deinem Vater gesprochen. Sieht so aus, als wärt ihr gestern Nacht noch in einer anderen Stadt gewesen. Nee, in einen anderen Staat gewesen. Scheint zu stimmen. Das ist gut. Versuch uns nicht im Weg herumzustehen, okay? Wir müssen ein Verbrechen aufklären. War es Mord? Darüber kann ich nicht sprechen. Okay, Wiedersehen. Bis dann. Passend zur Atmosphäre fährt jetzt draußen der Müllwagen vorbei. Ja? Was willst du? Es ist nicht ein bisschen früh für Halloween? Blöde, nichtsnutzige Kinder. Was? Du schon wieder? Warum wollt ihr Kinder mir das Leben zur Hölle machen? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Wann hört diese Qual endlich auf? Vielleicht können wir die jetzt die ganze Zeit ärgern. Oder auch nicht. Ich glaube, jetzt redet sie gar nicht mehr mit uns. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach unten zu dem Sohn.